Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Wir haben uns den ganzen Weg freigekämpft und dann werden wir an einer Tür überrumpelt. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Biete zu deinem Max oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Schau doch mal lieber nach hinten und rette dein Leben. Herr, wie meinst du das? Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Das ist richtig. Ah, Wodka. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Draisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Jetzt dauert's wieder erstmal eine Zeit, dass wir vernünftige Ausrüstung haben, munitionstechnisch. Ah, so ein Ding habe ich schon mal in die Luft gejagt. Du solltest das Geschütz bemannen, dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Also Leute, viel Glück. Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Ich kann nicht weiter nach links mit einem MG. Ah, jetzt. Macht's auf, ihr Holzköpfe! Geht doch. Guten Abend. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Moon liefern. Die haben ihre Moon-Lieferung bereits bekommen. Wer sind Sie? Heben Sie Ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! Die Option macht es bereit. Feuer frei! Hinter uns, Option!
das war's. Noch von vorne etwas. Wie haben die das denn jetzt hingekriegt? Jetzt kommen sie wahrscheinlich von da. Das gibt Mut! Ich doch gerade schon. Artyom, vor uns. Feind von hinten. Wir haben Geschütz am wichtigsten. Eine Zugfahrt, oh, die ist lustig, Gott, eine Zugfahrt, ein die ist schön. Wahrscheinlich gibt unser Wagen jetzt den Geist, auf den Rest müssen wir laufen. Das ist rechts! Hinter uns! Das war's. Oh, da sitzt ja noch einer drinne. Oh, wenn die Brücke mal hält jetzt. Puh, gerade noch davon gekommen. Verdammt, eine Planierraupe. Kann ich. Überhitzt. Ich habe so ein ganz mulmiges Gefühl, dass hier irgendwas einstürzt. Wie ist dein Name jetzt? Ich glaube, du bist Pavel. Was zur Hölle ist das?
Das Depot. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Wir sind immer noch unter dem Stadtbezirk. Der Kreis ist die Stadt. Ah. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Vorsicht, Duken! Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, Duken oder schießen? Alles klar. Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Da ist jemand. Licht, hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option, schließ die Tore. Wir brechen durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los, geh hinter der Panzerung in Deckung. Das war mir zu schnell. Durch. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und geh hinter die Panzerung in Deckung. Bitte, dass wir nicht stehen bleiben. Verbrauche ich mal mein Geld. Die haut richtig rein. Bin ich pleite. Ich hab nichts mehr. Puh, Gott sei Dank, dass Sie keinen Wagen haben. Sonst hätten Sie uns in diesem Tunnel erwischt. Sag das mal nicht zu früh. Was ist denn das? Da war doch immer. Haben Sie in die Luft gejagt? Boah, jetzt bleibe ich ihm lieber mit dem Kopf unten. Ziemlich alt das Ganze hier. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Muss alles. Na super, und ich habe keine Munition. Was war das? Nosalis, töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Ah!
Was ist das für ein Ding? Nein! Ich will nicht alleine sein! Ach, super! Was soll ich denn machen, ey? Ich hab gar nichts mehr. Oh, hat jemand mal was gesagt? Hat Fuck gesagt.